Es war einmal im Lande Holm, da lebten drei Brüder in einem kleinen Dorf. Der älteste Bruder, Julian, war der mutigste der drei. Philipp, der zweite Bruder, hatte Glück und war clever. Zart und einfühlsam war der dritte Bruder, Kevin. Befreie den Talisman, war des Bürgermeisters Bitte. Nur der Talisman kann unser Dorf vor den dunklen Mächten der Nacht beschützen. Und so trat Julian seine Quest an. Julian begann seine Reise in seiner Heimatstadt Tambri. Es war Morgen. Er betrat eine Taverne. Guten Morgen, sagte der Tavernenbesitzer. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Dies hatte unser Held jedoch leider nicht, und daher schaute er sich nur die nützlichen Gegenstände an, die der Tavernenbesitzer zum Verkauf anbot. Doch leider hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht genug Geld. Und so verließ er die Taverne wieder recht schnell. Bevor ich gehe, sollte ich aber hier in dem Dorf mich zu Ende umsehen. Vielleicht haben die anderen Dorfbewohner mir ja ein paar nützliche Gegenstände hinterlassen, die auf meiner Quest mir nützlich sein könnten, dachte sich Julian. Und so machte er sich auf und betrat nach und nach die Häuser seiner Bekannten und Freunde. Und wie er es vermutet hatte, haben sie das ein oder andere für ihn dagelassen. Seien es nun Pfeile oder Tränke oder kuriose magische Gegenstände, von denen Julian nicht wusste, was sie bedeuten und bewirken können. Es war komisch für ihn, die Häuser so verlassen zu sehen und auch die Straßen im Dorf. Doch die Bewohner hatten sich in Sicherheit gebracht und Nure das Nötigste zurückgelassen. Er kam sich schon fast vor wie ein Dieb, wo er doch so von Haus zu Haus schlich und alles mitnahm, was er gebrauchen konnte. Doch die Queste war wichtig und das war das Einzige, das zählte. Einige der Häuser waren vollkommen leer, als habe nie jemand in ihnen gewohnt und würde auch nie wieder jemand in ihnen wohnen. Die Stimmung schlug Julian auf den Magen, und er konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass von seiner Quest mehr abhing, als er sich jemals zu träumen hätte gewagt. Nachdem Julian das letzte Haus durchsucht hatte, machte er sich auf zu dem östlichen Ausgang des Dorfes. Hier hielt er dann inne und schaute auf die Karte, die der Bürgermeister ihm mitgegeben hatte. Auf ihr sah Julian allerlei Wälder, Gebirge, Seen und Flüsse, von denen Julian noch nie etwas gehört hatte. Sie gleiteten unter seinem Finger entlang, als er über die Karte streifte. »Wo fange ich bloß an?«, fragte sich Julian halblaut. Denn er hatte keinerlei Hinweise bekommen, wo er das Amulett finden könnte. Hier, im Südosten. Ja, ich sollte zur Hauptstadt gehen, sagte Julian und hatte einen Entschluss gefasst. Er würde die Straße nach Süden verfolgen, an dem Friedhof vorbei und zur großen Stadt. Kaum hatte er das Dorf verlassen, da überkam ihm ein kalter Schauer und er schaute sich schnell um. »Ein Skelett! Am helllichten Tage!« sagte Julian, zog seinen Dolch und ging auf das Skelett los. Der Kampf ist schnell entschieden und das Skelett geht klappernd zu Boden. Julian bückt sich und nimmt das Schwert, eine wesentlich effektivere Waffe als sein Dolch, mit dem er bisher nur jagen war. Er atmet kurz durch und trinkt einen magischen Heiltrank.
Sogleich fühlt er sich besser und setzt seine Reise fort. Nicht unweit der Straße, nahe einem kleinen Wäldchen, findet eine Truhe. In ihr drei magische goldene Ringe, sowie einen magischen blauen Stein in einem Beutel anbei. Er sieht diesen Fund als ein gutes Omen und macht sich weiter auf in Richtung Friedhof. Wie zuvor durchfährt ihm ein kalter Schauer, als diesmal nicht einer, sondern gleich drei Skelette aus dem Wald gestürmt kommen. Doch das neue Schwert bewährt sich, und so liegen auch diese Angreifer bald tot auf dem Boden. In ihren Überresten findet er einen roten und einen goldenen Schlüssel. Nun aber weiter zum Friedhof, sagt Julien leise zu sich selbst. Der Friedhof war ihm wohl bekannt, besuchte er doch einmal im Monat seine tote Mutter dort. Sie war vor einigen Sommern gestorben und sein Vater sowie seine Brüder haben ihren Tod nie wirklich verkraften können. Hoffentlich ist dort alles beim Rechten und ihrem Grab ist nichts geschehen, denkt Julien und beschleunigt seine Schritte. Erneut bestürmen ihn drei Skelette, doch als er sich ein wenig zurückziehen will, bemerkt er, dass auch hinter ihm noch zwei weitere Skelette aufgetaucht sind. Sein Schwert fliegt wie von selbst und zerschmettert Knochen mit jedem Schlag. Mit gerechtem Stolz blickt er auf die Knochengrippe herab und untersucht ihre Habseligkeiten. Neben ein paar Schlüsseln findet er auch ein grünes Juwel. Die Krypta war verschlossen. Hier konnte man sich früher, zu ruhigeren Zeiten, zur Andacht zurückziehen. Vor dem Grab seiner Mutter hielt er kurz inne, drehte sich jedoch schnell wieder um, nicht in Melancholie zu verfallen. Es tut gut zu wissen, dass ihr Grab ungestört ist. Wenn ich das nächste Mal in Tamri bin, werde ich meinen Brüdern und meinem Vater davon berichten, schwört sich Julien und verlässt den Friedhof. Julien betritt einen Feldweg und wird sogleich von vier Skeletten umzingelt. Doch der Kampf stellt keine Herausforderung dar. Er fand zwei goldene Schlüssel, zwei grüne Juwelen und einen weiteren Heiltrank. Der Feldweg wurde schnell verlassen, die feste Straße war zum Reisen wesentlich angenehmer. Rechts und links des Weges breiteten sich lange, weite Felder aus. Wo wohl die Bauern sind? Fragte sich Julien und machte sich ein wenig Sorgen um deren Sicherheit. So weit ab des Dorfes und der Stadt, wo können sie sich versteckt haben? Er versuchte nicht weiter darüber nachzudenken, gab es doch so schon genug Probleme, für die er keine Lösung hatte. Er kam gut voran und dachte an das letzte Mal, dass er die Hauptstadt besucht hatte. Es war schon ein Jahr her gewesen, doch die Stadt war für ihn und seine Brüder ein wahres Paradies gewesen. Überall gab es etwas zu entdecken, jemanden zu finden, jemanden zu suchen oder jemanden zu ärgern. Wie es jetzt wohl dort aussieht, fragte sich Julien. Sicherlich werden die Bewohner sich ebenfalls versteckt haben und nur noch Wachen werden auf den Straßen sein. Hoffentlich werden die Wachen mich überhaupt vorlassen, grübelt Julien. In solch schlimmen Zeiten werden sie nicht jeden einfach so zum König vorlassen.
aber ich werde ihnen einfach von der Bitte des Bürgermeisters erzählen und von dem Amulett, das die Möglichkeit besitzen soll, diesem ganzen Schrecken ein Ende zu setzen. Julian hielt inne und verfolgte mit einem Blick auf die Karte den Weg, den er bisher gegangen war. Kaum hatte er die Karte wieder verstaut, wurde er von zwei Banditen angegriffen. Nach all den Skeletten war es komisch, gegen menschliche Gegner zu kämpfen, doch diese hier hatten sich wohl dem Bösen verschworen und mussten somit sterben. Er verstaute die gefundenen Münzen und den grauen Schlüssel in seinem Beutel und zog weiter. So viel gekämpft wie heute hatte Julian in seinem Leben bisher noch nie. Es gab natürlich Übungskämpfe mit seinem Vater und den anderen Jungen im Dorf. Aber auf Leben und Tod, wie es jetzt geschah, war etwas Ungewöhnliches für ihn. Doch er hielt sich überraschend gut und war stolz auf seine Leistung. Der Bürgermeister hatte nicht ohne Grund ihn zuerst auserwählt, diese Queste zu führen. Seine Brüder würden erst folgen, wenn er im Kampf fällt. Er ballte seine Faust und zog entschlossen weiter. Am Wegesrand traf er einen graubärtigen Propheten. Dieser sagte zu ihm: Die Hexe lebt im dunklen Wald von Grimwood. Dort, wo selbst die Bäume sich verbogen haben zu ihrem Willen. Ihr Blick ist der Tod. Julian bedankte sich mit einigen Goldmünzen bei dem alten Mann. Dieser wirkte erfreut über diese nette Geste. Julian wusste nicht, welche Hexe gemeint war, doch merkte er sich diese Information für später. Die Bäume um ihn herum wurden spärlicher, je näher er der Stadt kam. Julian betrat die Stadt Marheim. Ihm wurde hungrig und er durchsuchte kurz sein Inventar, um zu sehen, was er alles dabei hatte. Er hatte nun ein Dolch, eine Keule, ein Schwert, einige Pfeile, einen blauen Stein, drei grüne Juwelen, einen Heiltrank, ein Vogeltotem, drei goldene Ringe und einen Schädel. Sowie etliche Schlüssel. Während er seinen Rucksack durchsuchte, schreckte er plötzlich hoch und wurde konfrontiert mit drei berobten schwarzen Gestalten, die auf ihn zuschwebten. Der Kampf war gewonnen, doch mehr durch Glück als durch Können. Kaum waren die Feinde gefallen, zerfielen sie schon zu Staub. Die Stadt war wie erwartet verlassen und Julian versuchte, Schritt für Schritt jedes Haus abzugehen, um zu sehen, ob noch jemand darin lebte. Doch er hatte keinen Erfolg. Jedes Haus war verschlossen, jeder Gang versperrt. Nahe dem Palast jedoch traf Julian einen Bettler. Diesem gab er ein paar Goldmünzen. Und jener hatte im Gegenzug eine Prophezeiung für ihn. »Ich habe eine Prophezeiung für euch, mein Herr«, sagte der Bettler. »Ihr müsst zwei Frauen suchen, eine gut, eine böse.« Auch mit dieser Prophezeiung konnte Julian nicht wirklich viel anfangen. Doch während er weiter von Haus zu Haus zog und versuchte, die Türen zu öffnen, dachte er über die andere Prophezeiung nach, die der alte Mann ihm gemacht hatte. Eine der beiden Frauen könnte die Hexe sein, vermutlich die Böse, aber das müsste sich erst noch herausstellen.
Als Julian um eine Ecke ging, wurde er von zwei vermummten Kämpfern angegriffen. Sie hielten sich wacker und landeten so manchen Treffer. Was für Schergen wohl noch alles zu der Armee des Nekromanten gehören, fragte sich Julian, als er die letzten Häuser durchsuchte. In einem kleinen Park hinter der Burg überkam Julian erneut ein kalter Schauer, doch die dunklen Wesen verbargen sich wohl hinter der Stadtmauer. Nachdem Julian sich nun in der Stadt umgesehen hatte, machte er sich auf zur Burg. Zu seiner Verwunderung standen dort keine Wachen und er musste sich mit einem der gefundenen Schlüssel Zugang verschaffen. Er betrat das Schloss von König Mar. Die Burg war ebenfalls erschreckend leer. Nur im Thronsaal traf auf ein paar Wachen König Mar und Lord Train. Was ist dein Begehr? Sagte die Wache. Mein Begehr ist mit dem König, antwortete Julian respektvoll. Wenn ihr des Königs Tochter finden könntet, sagte Lord Train, wäre des Königs Mut wiederhergestellt. Ich kann euch nicht helfen, junger Mann, sagte der König. Meine Armeen sind zerstört und ich fürchte, durch den Verlust meiner Kinder habe ich alle Hoffnung fahren lassen. Julian machte eine letzte Verbeugung vor dem König, dann vor Lord Train und verließ dann den Thronsaal. Eine weitere Queste hatte sich aufgetan. Er würde losziehen und das Land durchsuchen nach des Königs Tochter. Denn sie war es wohl, von der der Bettler gesprochen hatte. Die gute Frau von den zwei Frauen, die er finden müsste. Als er die Burg verließ, war es bereits tiefe Nacht. Kaum hatte er den Bettler passiert, als ihn erneut ein kalter Schauer durchfuhr. Er versuchte, Zuflucht in einem Haus zu bekommen. Doch ein fliegender Schatten war schneller und Julian ging zu Boden. So lag er da, sterbend auf dem Pflasterstein, als eine kleine Fee angeflogen kam und ihm das Leben zurückgab. Solch eine Chance bekommt man selten, sagte sich Julian. Und mein Glück wird nicht ewig währen.
Ich sollte daher sofort losziehen, die Prinzessin finden und den Talisman. Und so verließ Julien Marheim. Vor der Stadt lauerten ihm zwei Banditen mit einfachen Dolchen auf, doch er streckte sie schnell nieder. Julien schloss die Augen und atmete tief ein.